Im nächsten Kapitel, da wird es um das Programmieren mit dem Microbit gehen. Microbit, schauen wir uns den einmal an. Der kommt in so einer kleinen Verpackung und da ist eigentlich alles drin, was man braucht, damit man Spaß haben kann mit Programmieren. Schauen wir es uns einmal an. Da ist drinnen ein Haufen Krokodilklemmen, also ein Haufen Schwarz, Weiß, Grün, Rot, Gelb, 5 Stück. Da ist drinnen ein USB-Kabel. Da ist drinnen eine Batteriebox. Und da ist drinnen der Microbit. Die Schachtel tun wir mal kurz weg. Dann schauen wir uns einmal diesen Microbit da an. Ich habe da schon ein externes Gehäuse dazu gekauft, damit ich nicht ständig da drauf greife auf diese elektronischen Teile. Aber was haben wir denn da? Wenn wir uns den einmal vorne und hinten anschauen. Starten auf der Seite da. Das Grammatik gehen wir mal da her. Also, einen Knopf A, einen Knopf B und eine 5x5 Matrix mit Leuchtdioden. Da unten sehen wir schon viele so kleine Pins und fünf große, 0, 1, 2, 3 Volt und Ground. Und dazwischen sind noch einzelne, die man auch extra ansprechen kann. Auf der Rückseite, da sehen wir jetzt ein paar tolle Sachen. Boah, ist das klein. Da brauchen wir fast eine Lupe, dass wir uns das anschauen. Auf jeden Fall, da ist der Hauptprozessor. Das kleine Kastel da. Dann haben wir Beschleunigungssensor und einen Kompass da drauf. Dann haben wir da einen USB-Anschluss, auf der anderen Seite den Batterieanschluss und einen Reset-Knopf. Das war es eigentlich schon. Das ist der Microbit. Und mit dem allein kann man schon ganz viel Spaß haben. Soll ich gleich noch ein paar Sachen dazu erwähnen? Ich mache das jetzt gleich in dem Video. Also, wir haben den Microbit. Wir haben Krokoklemmen. Wir haben ein USB-Kabel. Das USB-Kabel kann ich jetzt da anschließen, dann kann ich es am Computer anschließen und fertig ist es. Programmieren tue ich da am Computer und mit Hilfe von dem Kabel übertrage ich die Programme auf den Microbit. Und wenn ich den dann wieder abklemme, das sind so in der Hand habe, dann geht einmal gar nichts. Aber dafür habe ich dann dieses Batterieteil, das kann ich dann da anstecken. Mein Batterieteil hat da einen An- und Ausschalter, das heißt, wenn ich das einschalte, kriegt er genügend Strom und dann legt er los. Und wenn ich ihn ausschalte, das war's dann wieder. Fürs Erste reicht es einmal völlig, dass man Spaß haben kann. Da kann man ganz viele Sachen machen, weil wie schon gesagt, man kann diese Matrix da ansprechen und kann Spielereien machen mit den Leuchtdioden. Wirklich ganz viel. Dann hat man einen Knopf A, einen Knopf B, die Möglichkeit beide Knöpfe gleichzeitig zu drücken und hinten einen Reset-Knopf. Den kann man unterschiedlich ansprechen. Dann kann ich mir das zunutze machen, dass der einen Beschleunigungssensor drauf hat. Ich kann da durchaus sowas wie wackeln, abfragen, gell? Oder ein Wasserwag machen, gell? Wenn ich mich so hinunter bewege, dann beschleunigt es die eine Seite mehr als die andere. Ich kann aber auch sagen, ich schüttel den, dann merkt er das. Da habe ich also schon ein paar Möglichkeiten jetzt aufgezählt, was man damit machen kann. Und er hat einen Kompass drauf, das heißt, ich kann da durchaus mit den Richtungen spielen und der orientiert sich da dann im Raum. Ja, das war einmal das Erste. Wenn man sich so ein Microbit zulegt, dann mag man den auch angreifen, gell? Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man den nackten hat. Darum habe ich da dieses Plexiglas-Ding. Da sieht man auch wunderbar die einzelnen Teile. Ich habe mir allerdings schon mit dem 3D-Drucker gespielt. Und da haben wir jetzt gesagt, da habe ich im Thingiverse gefunden, verschiedene Einzelteile. Jetzt könnt ihr zum Beispiel da den Microbit hineingeben.
Oder da den Microbit hineingeben. Oder da den Microbit hineinstecken. Also die sind alle so konstruiert, dass sie da so Schienen haben auf der Seite, wo man den Microbit einsteckt. Oder da sieht man zum Beispiel ganz deutlich die beiden Schienen, einfach drüber gesteckt. Man kann auf die Anschlüsse zugreifen und auf der anderen Seite ist dann der nackte Teil mit der Matrix. Oder dieses Teil, da habe ich eine Möglichkeit für die Batterien. Oder ich mache mir dann so Sachen wie das. Da kann ich da einfach mit Hilfe von diese von dem Null und dem Ground kann ich das da so praktisch so schief aufstecken. Oder wenn ich die Anschlüsse brauche, dann schiebe ich ihn einfach da. Das sind zwar so, wie soll ich sagen, mit so Steckschienen, schiebe ich ihn da rein. Da ist einfach eine andere Variante, dass man nicht umkippt. Und so kann ich den dann vor mir hinstecken. Und so kann ich den dann vor mir hinstellen und habe dann damit Spaß dran. Es gibt natürlich, wenn man keinen 3D-Drucker hat, auch fix und fertig so Gehäuse, die man sich dann so zusammenbaut. Da habe ich zum Beispiel mal mir eins angeschaut. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber da kommen halt die Teile und dann sind so Distanzstückchen. Da hat man oben, unten, links, rechts, vorn, hinten und die Abstandhalter sind aus Messing. Zum Thema Gehäuse. Ja, jetzt tue ich mal die Gehäuse kurz da weg. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es da ganz viele Möglichkeiten mit diesem kleinen Einplatinencomputer herumzuspielen. Und wenn man das dann alles einmal hinter sich gelassen hat, dann wird man merken, ich habe Lust auf mehr. Und Lust auf mehr könnte jetzt heißen, dass man sagt, ich hole mir zum Beispiel eine größere Matrix. Die ist in dem Fall jetzt da 8x4. Hat da die Batterieversorgung, hat da die Möglichkeiten, die Anschlüsse zu verwenden. Und ich habe da hinten so ein Steckbrett, da stecke ich den Microbit dann so hinein. Der ist also dann da hinten geschützt, den sieht man nachher nicht mehr. Aber ich habe eine deutlichere LED-Matrix. Das ist aber nicht die einzige. Es gibt ja die Möglichkeit, dass ich sage, ich kaufe mir sowas. Da stecke ich den Microbit dann da hinein, da oben. Und da habe ich einfach jetzt so quasi ein doppelt so breites Display. Da kann ich natürlich wunderschöne Grafiken machen oder mir irgendwas darstellen lassen oder der Lauftext ist einfach schöner zum Sehen. Tja, mit diesen LED-Geschichten, da möchte ich jetzt nur vorgreifen ein bisschen, wenn man das programmiert. Mit der Blockprogrammierung kann ich die LEDs einschalten und ausschalten. Mit JavaScript, da kann ich auch quasi Animated GIFs machen, also stell das da oder stell das da und das wechselt sich dann ab. Und wenn ich MicroPython nehme, dann kann ich auch die Helligkeit von jeder einzelnen LED unterschiedlich ansteuern. Tja, wenn man damit noch immer nicht genug hat, dann kann man sich durchaus auch solche Sachen da bestellen. Da ist jetzt so ein kleines Steckbrett dabei. Und das ist natürlich genial. Weil in dem Fall, so ein Steckbrett, wenn man sich das anschaut, hat so Zeilen und hat Reihen. Und diese Reihen, die sind untereinander verbunden. Da in der Mitte ist allerdings eine Trennung und da sind sie wieder verbunden. So kann ich also ganz leicht Widerstände, Leuchtdioden oder was weiß ich für so kleine elektronische Bauteile reinstecken, weil diese Öffnungen da, diese Kontakte, sind nicht genau gemacht dafür. Und wenn ich dieses Steckbrett, wie man das nennt, da hineinstecke, dann habe ich viel, viel leichter die Möglichkeit, auf die Anschlüsse vom Microbit zuzugreifen. Da muss man nur die Dokumentation anschauen, welche von den Dingen da zuständig sind. Und die sind dann halt intern verdrahtet und der Microbit steckt da drinnen und so greift man dann auf die Sachen zu. Das war also das Mini-Steckbrett. Da habe ich jetzt alles. Tja, müssen wir diese Erweiterungen, tue ich kurz einmal weg. So.
weiß ich nicht mehr, welche wo war. So. Wenn man dann noch nicht genug hat und so richtig Blut geleckt hat, wie man so schön sagt, dann kann man ja ins Internet gehen und sich so etwas bestellen. Starter Learning Kit for Microbit steht da oben. Ja, und wenn man diese Box da bestellt hat, dann sind da viele tolle Sachen drinnen. Eines der Bauteile, die habe ich da schon herausgetan. Das ist dieses große Steckbrett. Und in das habe ich schon hineingesteckt, da diese Erweiterung von den Pins. Da tut man sich natürlich dann leichter, die Pins mit dem Steckbrett dort zu erreichen. So, und wenn man das dann, das Kastel sich da anschaut und aufmacht, das erste, was man da bekommt, das ist einmal die Anleitung auf Chinesisch oder Japanisch. Ich kann das gar nicht erkennen, wo es das wirklich ist. Und wer das nicht lesen kann, dreht es einfach um und hat dann die ganze Beschreibung auf Englisch, was da alles drinnen ist. Und dann schauen wir mal. Da sind ganz viele von diesen Kabel da dabei, die man da braucht. Das sind jetzt die, die man so als Mandeln bezeichnet, mit dem Stecker. Und dann haben wir auch das Gegenstück dazu, die sogenannten Weibeln. Und in dem Fall halt auf der einen Seite Weibeln und Mandeln. So, was haben wir da noch? Da ist ein Motor drinnen mit einem Propeller, den man durchaus auch als Ventilator verwenden kann. Dann habe ich da diesen Ultraschallsensor. Einer ist der Sender, einer ist der Empfänger. Fix und fertig verschaltet. Dann habe ich da ist er, ein Servo mit diesen Schaltarme, wo man dann herumdrehen kann. So, und dann gehen wir mal in den Keller hinunter. Da habe ich jetzt praktisch einen Infrarotsender, auch bekannt als Fernbedienung. Da mit der Infrarotleuchtdiode. Irgendwo da drin ist noch ein Infrarotempfänger. In den Sackeln sind ganz, ganz viele so Sensoren drinnen. Gell, ob das jetzt ein Flammendetektor ist, ein Rauchdetektor oder Lichtempfänger, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsempfänger. Da haben wir LED-Module, Luftfeuchtigkeitsempfänger, Luftfeuchtigkeitsmessgeräte. Da haben wir nachher noch ein LCD-Display, da wo wir drauf schreiben können. Da drinnen, da haben wir jetzt ein Potentiometer, das wir noch verwenden können. Und da haben wir noch ein paar Distanzhülsen für so einen Aufbau, den wir machen können. Die kann man natürlich alle aus diesen Sackeln dann rausnehmen. Da ist also wirklich ganz, ganz viel Spielzeug dabei, mit dem man mal schauen kann, wie man mit dem Microbit arbeiten kann. Die kann man natürlich auch mit dem Raspberry Pi verwenden oder mit dem Arduino, ganz egal. Die Sensoren sind ja die gleichen und die Beschreibung dafür, wie man die verwendet, findet sich ja auch im Internet. Naja, da sind sie wunderbar verpackt. Ich habe da mal eins für meine Gruppe mit 12 Schülern, das sollte reichen. Und dann habe ich da, das ist zum Beispiel so ein LCD, also so ein Textdisplay, und dann habe ich da Sensoren drinnen. Ja. Zum Beispiel ein Infrarotempfänger, ein LED, und zwar nicht nur eine, die in einer der verschiedenen Farben leuchtet, sondern RGB, ein Piepser, ein Geräuschmodul, ein Flammenmelder, einen lichtempfindlichen Sensor, ein Temperatursensor, ein Luftfeuchtigkeitssensor. Da steht das gar nicht drauf, aber das sehe ich, das ist irgendwie ein Potentiometer. Da steht auch noch was drauf, da haben wir einen Rauchsensor. Dann haben wir ein LED-Modul blau, ein LED-Modul rot und ein Button-Modul, also ein Schalter. Ja, mit all diesen Teilen da kann man sich dann spielen. Da kann man ausprobieren, wie spreche ich die Sensoren an, wie lese ich die Daten aus. Und das ist also unser Spielzeug für die nächsten paar Wochen. Da werden wir schauen, was man mit solchen Dingen da machen kann. Und glaubt es mir, das macht irrsinnig Spaß. Ja. Starte mal.